siebte in dieser Saison für München. Ja, wie geht das denn? Gogula mit diesem Zuspiel über die Bande und dann sieht Tiffels, oh, das versuche ich, mit Speed rund herum um Mirko Pankowski. 5-0 für München. Die Partie damit natürlich entschieden. Jetzt München in den letzten 10 Minuten weiterhin eisekalt. Tiffels mit Speed zieht da einige Gegenspieler auf sich. Dann Parks mit dem Bauerntrick. 3-0. Deckel drauf. 25. Saisontor. Tolle Vorarbeit vom Speedster, von Freddy Tiffels. Und der Parks macht es dann richtig gut. Sieht, dass die Lücke da ist. Und findet sie und trifft zum 3-0. Die Playoff-Hoffnungen waren jetzt natürlich dahin. Nur noch gut 4 Minuten zu spielen. Münchner Konter über Tiffels, Boyle und Trevor Parks. Der hatte noch nicht getroffen in diesen Playoffs. Hier sein erster Treffer und das ein ganz entscheidender. Damit die Nummer nämlich durch. 3-1 für München. Und das ist richtig gut ausgespielt. Der letzte Pass von Boyle ist super kompliziert zu nehmen. Aber das ist Trevor Parks egal. Aus der Luft, direkt ins lange Eck. Vorbei am starken Pankowski. Zum Münchner Sieg. 3 Minuten vor dem Ende, dann der lange Pass von Redmond nach vorne. Frankie Mauer geht hinterher. Pass zurück auf Redmond und der kommt wieder reingelaufen über die blaue Linie, zieht direkt ab und der Verteidiger des Jahres in der Penny DEL erzielt in der 18. Minute das 2-1 für München, sein dritter Playoff-Treffer. Die 6. Minute. München weiter mit viel Druck. Das ist Yasin Elis. Tolle Bewegung. Yasin Elis, 1-0. Was für ein Tor für die Münchner. Ben Smith gewinnt das Bulli und was Elis dann mit Björn Krupp macht, ist einfach nur Weltklasse. Elis mit so viel Erfahrung, mit so vielen Punkten in den Playoffs in seiner Karriere. Ein ganz entscheidender Mann für die Münchner.